Heute stellen wir euch die Website gottinberlin.com vor und wer sich dahinter verbirgt und was die machen, das erfahrt ihr jetzt. Ich befinde mich jetzt hier also gerade vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin mit einem der Macher von gottinberlin.com und zwar dem Thomas Gerlach. Herzlich willkommen. Und was hat denn bitte Schöneberg jetzt eigentlich mit gottinberlin.com zu tun? Schöneberg, wie gesagt, ist in Berlin und 1963 war der amerikanische Präsident hier, John F. Kennedy, und er hat einen Satz gesagt, den kennt ihr alle. Ich bin ein Berliner. John F. Kennedy hat sich zu Berlin bekannt und das tun wir eben auch. Wir sind ein Verein, Internetmission Berlin e.V. nennen wir uns, und wir haben uns wirklich zur Herzenssache gemacht, für Berlin eine Webseite zu erstellen, damit wir mit den Inhalten dann tatsächlich zu den Menschen ins Büro, im Arbeitszimmer, im Kinderzimmer reinkommen. Und ich finde, das ist Mission pur heutzutage, aber auf neuen Wegen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Wir haben damit einen großen Erfolg bisher hier in Berlin. Deswegen heißt ja auch die Webseite www.gottinberlin.com. Natürlich könnten wir auch da München hinterhängen oder Hamburg oder Dortmund. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, guck mal, da hinten, ne? Da steht jetzt hier so ein Schild. Gott in Berlin, ne? Man würde, denke ich mal, erst irgendwie sowas Religiöses vermuten, aber es ist ein Thema, womit sich auf jeden Fall viele Menschen gerade beschäftigen, glaube ich, in den Zeiten. Echt? Warum? In welchen Zeiten? Alle erzählen ja, 2012 passiert irgendwas etc. Und jeder fängt, glaube ich, so an, sich ein bisschen auf seine Art damit zu beschäftigen, was ist der Sinn des Lebens, was... Warum sind wir hier? Gerade so Leute meiner Altersklasse. Und was ist denn das? Tja, geh mal rauf, ne? Und dann kannst du vielleicht auch ein Feedback hinterlassen. Facebook und Twitter sind also Wege, die ihr nutzt, um auf euch aufmerksam zu machen. Was gibt es noch für weitere Wege, die ihr nutzt? Also, ganz konservativ, aber unwahrscheinlich wirkungsvoll. Dieses kleine Kärtchen, Gott in Berlin zum Verteilen. Im Hintergrund seht ihr, oder siehst du, ja, dieses große Schild. Und ich wünsche mir, dass wir tatsächlich diese Schilder jetzt auch an Gemeinden, an Kirchen, an Hecken und Zäunen installieren, damit der Berliner merkt, ah, guck an, das kennen wir inzwischen. Also, dass der Berliner sich dran gewöhnt. gottinberlin.com, was meinst du, was könnte das sein? gottinberlin.com, Plätze in Berlin, die unbedingt sehenswert sind. Warum heißt das denn nicht Sehenswürdigkeiten in Berlin.com? Wäre ein bisschen zu lang. Wir suchen Leute auch, die entsprechend jetzt auch Ideen, was Clips angeht, umsetzen können. Und das, was noch hinzukommt, wir haben das Equipment dazu. Wir haben Kameras, wir haben Schnittplatz etc. Und die Frage ist, wer hat gute Ideen, wie wir gute Clips machen können, die wir in YouTube hochladen, die wir auf unsere Webseite setzen? Ist ja unverkennbar, ne? gottinberlin.com. Was stellen Sie sich darunter vor? Gott ist Gott, das weiß ich. Gott in Berlin? Ja. Gott ist überall, nicht nur in Berlin. Oh, okay. Ja, Gott ist nicht gebunden irgendwo. Es gibt jede Menge Berliner Marathons, Halbmarathons, 10-Kilometer-Läufe und so weiter. Und wir geben diese T-Shirts kostenfrei raus, damit die Leute damit laufen. Das ist eine tolle Werbeträger, auch für Gott in Berlin. Und wir sind jetzt zweimal beim City Nightlauf vom Vattenfall mitgelaufen und die Leute fragen nach, ey, wer seid ihr? Seid ihr Gott in Berlin? Lauft ihr göttlich oder was weiß ich alles? Wir finden das sehr spannend und auch sehr interessant. Da, wo wir Kirchen und Gemeinden hier in Berlin ansprechen, evangelische und katholische, da entsteht immer eine Begeisterung. Und die fragen uns dann immer, ja, können wir denn bei euch da mitmachen als Partnergemeinde oder Partnerkirche? Und wir sagen, herzlich willkommen. Und dann reden wir darüber. Das ist sehr gut. Aber wir konfrontieren natürlich auch andere Menschen. Zum Beispiel, letztes Jahr war das im Winter. Da waren wir bei den Gospel Pearls in der Apostel-Paulus-Kirche, auch hier in Schöneberg übrigens. Und die waren so begeistert davon, was diese Seite auch bringt. Guckt euch einfach mal den Clip dazu an. Check it out, God in Berlin. Dann hatten wir jetzt vor kurzem noch Nina Hagen gehabt. Die haben wir davon erzählt und die sagte, ihr müsst zu mir kommen. Ich will das auch noch mal genauer wissen, was ihr da macht. Hier in Berlin ist der liebe Gott volle Kanne da.
Nina sagt auch richtig coole Sachen dazu. Und hört es euch selber an. Ich sage immer, der Berliner für Berlin. Und dann geht es uns auch gut in der Stadt. Und das Schönste ist, und das steht eben auch hier nochmal, Segen Gottes zu bekommen, dass Gott derjenige ist, der uns auch hier in der Stadt den Segen gibt, den wir auch brauchen. Und dann läuft's gut. Oh Gott, nimm mich.